Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stockenbach E-Mails 19 am Donnerstagmorgen, einen wunderschönen. Ja, ich bin hier gerade schon mal dabei, den wunderschönen 39er Fenvario hier runterzufahren zu unserem neu erworbenen vergrößerten Feld. Ich sage jetzt einfach 81 dazu, weil es ist Feld 81 eigentlich. Deswegen ist es einfach der neue Name für dieses wunderschöne Feld. Ich werde hier aber wahrscheinlich nicht selber spritzen, weil das ist doch doch ein bisschen größer. Der Kollege, meine Güte, ich war doch schon weg. Ich kam auch nicht Stress, die Leute hier. Nee, das glaub ich schon nicht. So, auf den Schock müssen wir mal ein bisschen Radio machen. Dann läuft die ganze Sache schon wesentlich besser. So. Eieieiei, ich hab gar nicht gewusst mehr, dass die so schnell lenkt. So. Wieder gerade ziehen. Ja, da wird jetzt kurzer Stau sein. Leute, ihr könnt dann gleich weiterfahren. Warte. Ja, ganz ruhig. Wieso ist hier noch ein Kurs da? Muss ich das verstehen? Meine Güte, dann fahre ich halt vor. Das nervt schon so mal wieder zu krass. So. Wir machen jetzt einen neuen Kurs. Stopp. So. Oh, das ist immer noch da. Kann ich das vielleicht irgendwie wegmachen? Ah, so. Hab's geschafft. Kursgenerierung wollte ich eigentlich machen. Feld Nummer. Warte, wir brauchen ja erstmal den hier. Vorgewinde reicht eines auf jeden Fall. 36 Meter, ja, das ist glaube ich richtig. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Und dann macht es. So, dann sparen wir den gleich mal. F81. Passt. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz. Nee. Doch. Den fahren wir auch gleich schnell nach Hause. Aber der muss ja noch. Nee, der muss, glaube ich, soweit ich weiß, nirgendwo. Alter, der hängt schon wieder richtig in der Federung hinten. Der muss, soweit ich weiß, momentan nirgendwo mehr düngen. Das heißt, wir können den Düngerstreu erstmal waschen und abstellen. Oder beziehungsweise das komplette Gespann waschen und die Halle stellen. Aber wir können noch mal gucken gehen, ob wir denn noch irgendwo was zum Düngen haben, aber meines Erachtens normalerweise nicht. Das Unkraut wird entfernt, Darmabfolie, gut, das passt. Das heißt, wir waschen das ganze Teil mal ab hier. Oder das gute Sugergewicht ist ganz grau-braun geworden. So. Passt. Der 6M sieht eigentlich relativ gut aus. Jetzt machen wir hier den guten Düngerstreuer nochmal sauber. Da klebt schon mehr Dreck dran. Sieht man eindeutig. So, das sieht jetzt aber eigentlich auch wieder relativ gut aus. Hier hinten nochmal. So, passt. Gut, wurde eigentlich nur. Ja, okay, passt schon. Kommen wir denn da rein, ja, ne? Ja, kommen wir. Passt. Stopp. Zack. So, ich lasse das Gewicht von erstmal dran. So, Motor aus, perfekt. Genau. Der Kollege ist fertig. Seht ihr das da auch da hinten gerade? In der Mitte. Warte. Das hier? Ich glaube, das buggt irgendwie, aber gut, gucken wir nicht weiter hin. Der hat es ja relativ sauber gemacht. Das heißt, wir können hier die Nöschflächen. Oh, hier geht auch Weizen runter, okay. Also ich sehe schon, wir kriegen gut Weizen. So, wir waren ja hier in dem Verbund, dass die 45 und die 146 auch gleich drankommen, ne? Genau. Wir sind hier auf der. Den haben wir abgeschlossen. Da, 83%, ja, das passt eigentlich relativ genau. Oh, so.
Ach Junge, dann ernst, ich muss wegen den 253 Litern nochmal weiter hinterfahren. Ach nee. So. Da werde ich aber dann nur den vorderen. Ja, warte mal, wir müssen erstmal gucken, wo man das dann. Oh, es gibt immer das Problem. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich mal hier rüber. Und dann, wenn man da oben wahrscheinlich der Endpunkt ist, dann das nächste. Oh, die liegen aber ganz schön am Hang beide. Eieieiei. Haben wir uns ziemlich steile Ecken rausgesucht hier. So, perfekt. Kursgenerierung. Die Nummer 105. Jetzt sucht vordere zweimal. Ja, sind gemacht. Wieder das passt. Und dann wünsche ich dir Spaß. Dreschen, Unterstrich, Feld, 145, ne? Was, die 145? Ah, ich sehe es da nicht. Okay, gut, es war die 145. Alles gut, alles richtig gemacht, perfekt. Dann... Der Kollege macht es. Ja. Ah, der hat es auch schon gleich, gut. Wir brauchen jetzt den hier. Oder warte mal. Das muss nach Agrazette Land handeln. Der Rest. 145 muss nach Land handeln. Okay, schade. Ich dachte, wir könnten das dann zusammenfassen, aber ich bringe das lieber nicht durch alle Steier. Kacke, ich führe den nicht ab. So. Kurz Allrad anmachen müssen. Ja, okay, ist es schon. Bisschen steil hier rauf mit dem einen komplett vollen Anhänger. So, passt, dann fahren wir die gleich mal weg. Wo war noch mal der offizielle? Oh Gott, ja, oder nicht den offiziell schon wieder hier drauf. Ich glaube, ich kann da vorne auch noch rausfahren. Ne? Ja. Oh ja, sieht gut aus. Da kommt natürlich nichts, wunderbar. So, dann müssen wir da gleich mal rüber. War glaube ich der Agrazette Landhandel meines Erachtens. Wir gucken nochmal kurz nach. Ja. Hilfe. So. So, ich werde hier auch ja gerade hier hochfahren, weil es ja relativ kurzer Weg dann. Aber ja, das Dreschen geht eigentlich schon relativ gut und schnell. Oh, der Fan ist fertig. Wir gucken gleich hin zu dir, Kollege. Du lässt ja nichts mehr raus. Nee, das heißt, das eilt nicht so. Ich habe ihm eigentlich Allrad gegeben. Außer er hat einen Baum gefunden. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir gleich mal hin. Oder er löst bis dahin von selbst. Nö, auch möglich. Anscheinend hat er es geschafft. Oder? Der Tucano fährt wieder 10 km/h. Gut. So, den Weg kennen wir ja. Zack, hier rein. Und dann können wir schon den ersten Anhänger abladen und wir kriegen auch kein Geld dafür. Wunderbar, in dem Falle. Ich warte jetzt gerade das Symbol. Okay. Ich weiß ja, okay. Ich lasse es einfach im Anhänger jetzt drinnen. Warte mal, kurz noch mal gucken. Was geht hier runter? Hafer. Wir haben gerade welche Mission hier? Gerst ist da drauf. Auf Feld 98 kann man Luzerne dreschen? Ernte-Luzerne, doch. Normalerweise schon. Ja, weil so eine Ernte-Mission schon hätten wir sie nicht angenommen. Schade, das heißt. Ach komm, weißt du was. Das bisschen lohnt sich echt nicht, das kann ich verkaufen. Ja, das waren nochmal gute 1000 Euro. Wenn wir dann nochmal zusätzlich gekriegt haben, ja, das passt. Wenn uns das, wir sind jetzt nicht so auf den Weizen angesetzt, wie mit dem, was wir im Lager haben. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch 30.000 Liter oder sowas im Saat.
30.000 Liter Saatgut kommt man, glaube ich, relativ weit. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt komplett große Geldmangel haben, dass wir uns kein Saatgut mehr leisten können. So ist es ja nicht. Und dann, wenn auch dann, wenn der Fall mal eintreten sollte, können wir immer noch Kredit aufnehmen, ohne Probleme. Also in dem Sinne hier auf die 1000 Liter, dann kommt es nicht drauf an, in dem Fall. So, nee, Kredit. Ich dachte, ich habe gerade die Einfahrt verpasst, aber die kommt erst hier vorne. Ich weiß gar nicht, wieso sie auf 30 beschränkt ist, die Geschwindigkeit. Ah, vielleicht weil da eine Ausfahrt ist. Das ist möglich. Hier gibt es ja auch so einen Hof. Ich glaube, das ist sogar mein Spawnhof, meines Erachtens. Ja, genau, weil da auch der Kuhhof ist. Oder der Kuhstall mit dem Kuhhof. Oh, der Tucano ist schon wieder voll. Ich glaube, beim letzten Mal, also gestern ersten Folge. Warte mal, wann haben wir den Weizen weggebracht auch? Erste oder zweite Folge? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war erste Folge, ne? Ja, es war erste Folge. Glaube ich, bin mir ziemlich sicher, aber gut. War es ja, glaube ich, sogar auch an der gleichen Stelle, dass der Ducano gemeckert hat, ja, er ist voll, wir brauchen abtanken. Er braucht abtanken. So, Kollege, wir sind schon mit 53 km/h unter und umleuchten. Ja, unter und umleuchten am Weg zu dir. Oder auch am Weg zu dir. Da oben steht er auch. Ich muss ja gleich richtig hinfahren, dass ich ihn abfangen kann. Ja. Passt. So, diesmal dran denken, weit genug drüben bleiben. Aha, siehst du, ja. Ich kann eigentlich so gucken, dass der jetzt der linke Reifen oder von so aus der rechte Reifen auf der Schwade steht. Dann stehe ich eigentlich relativ gut dran. So, genau, der Kollege ist fertig. Wunderbar. Dann haben wir jetzt eigentlich alle unsere Felder gespritzt. Ja. Ne, die 77 können wir aber normalerweise nicht, weil die reif ist, ne? Glaube ich zumindest mal. Ja, nee. Ich glaube, das lohnt sich nicht, die zu spritzen, weil die ist schon reif und. Das ist doch nicht so schlimm, aber gut, da wissen wir tatsächlich auch, dass wir die 77, wo die Zähne drauf ist, tatsächlich auch spritzen müssen. Ich dachte eben, weil es so eine Art wie eine Wiese ist und was nachwachsend ist, dass wir es deswegen nicht von Unkraut befreien müssen, aber anscheinend doch, weil es vorher wahrscheinlich ein Feld war. Oder noch immer zu den Feldern eigentlich zählt. Ja. Oder ich könnte mal gucken, aber lohnt sich das? Ja, okay. Wenn es so gemacht ist, wie es normalerweise ist, dass das Unkraut bringt, macht er glaube ich 20% minus und es ist schon ein bisschen was. Ich gucke jetzt einfach mal kurz nach. Das haben wir ja schnell. Ich muss halt nur gucken, kann ich da reinfahren? Ja, da fahre ich jetzt glaube ich ein bisschen was kaputt. Naja, das geht noch. Das ist nicht so schlimm. Aber wir müssen hier eine kurze Testphase machen. Fahre ich da was kaputt? Ich glaube nicht, oder? Fahre ich was kaputt? Nee. Gut. Ja, wir hauen die jetzt auch mal kurz an. Ich fahre jetzt einfach mal ein Stückchen. So, dann gucken wir nochmal nach. Nee, das bringt nichts. Haben wir auch schon gedacht. Ist hier. Hier ist aber auch kein Unkraut, oder? Doch, da. Aber ich glaube, das bringt nichts. Nee. Nee, was, wenn schon im Reifenzustand ist, bringt das Ganze nichts. Okay, gut. Haben wir aber auch schon gedacht. Das heißt, das können wir somit auch vergessen. Da können wir auch nichts mehr dran machen. Gut. Oh Gott. Eieieiei. Die halten auch im letzten Moment, ne? Autos auf anderen Maps, die halten schon ein bisschen früher, aber der KI-Verkehr so, der denkt sich so, ne, ich fahr bis ich anstehe, ne? Gut, kann auch machen. Wobei eigentlich so ein 1,5 Tonnen Gewicht oder was da vorne dran ist, oder sind es gleich zwei, dem Auto leicht ein bisschen weghauen würde und natürlich ein bisschen Schaden zufügen würde, ne? Also, wenn ihr da rein donnert.
So, wir führen jetzt. Führen, genau. Alles gut, es sitzt noch da, wieder eins. Ich war jetzt echt nicht der Meinung, dass der jetzt da mitten hocken bleibt, ne? Aber da hat sie ganz dreist mit reingehuckt. Gut, können wir auch nichts machen. Aber er lebt noch, alles gut. Was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Ja, genau. Wenn wir die Spritze jetzt wieder auffüllen. Bin gleich ein bisschen zu weit rüber gefahren, oder? Komm schon. Bitte. Geht auch. Okay, geht nicht. Ich dachte, das geht auch noch, wenn man daneben ranfährt, aber anscheinend nicht. Gut, dann wissen wir das auch, damit wir immer davor fahren müssen. Ah, jetzt geht's aber. Gut. Ja, damit die, dass ich die Spritze gleich wieder auffüllt, damit wir es fürs nächste Mal gleich wieder, wenn wir einen Einsatz haben zum Spritzen, schon gleich wieder bereit haben. So. Wir können jetzt eigentlich zum Mähen gehen, ne? Ja. So, das heißt, das Frontgewicht wegmachen. Warte mal, erstmal Traktor auswählen. Allradlenkung an. Ja, das war der Allradlenker. Perfekt. So, gehe ich da runter. Zack. So, dann holen wir uns mal unsere Mähwerke. Gut, Excel fährt auf 50 rückwärts. Kann man auch machen. Da steht es auch schon. Unsere wunderschöne Glaskombination. So. Drehen wir hier einmal. So. Ja, geht. Wir jetzt gerade gucken müssen, damit sie nirgendwo hängen bleiben und irgendwas noch ungut. Oh Gott. Ungünstig hinziehen oder verschieben. So, perfekt. Dann fahren wir gleich mal rüber zu. Ja, wir machen wieder da weiter, wo wir. Das geht sich nicht aus. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass. Das hat jetzt aber schon lange gedauert, bis es fertig aufgefüllt war. Aber gut. Aber ja, dieses Gebäude, einfach nicht für die Größe von so einem Mähwerk. Oder wenn man zum Beispiel auch schon bloß mit einem. Oh, sorry, mit dem Hänger oder so durchfahren, ist ja auch teilweise schon richtig problematisch, dass man da nicht hängen bleiben oder dass wir hängen bleiben eigentlich. Aber man sieht eigentlich schon, die Stappenbach ist schon wirklich für kleine Maschinen ausgelegt. War sie ja tatsächlich im 17er auch schon ein bisschen, also die Straßen waren natürlich wie immer auch relativ eng. Da musste man dann schon ein bisschen kämpfen, aber die Gebäude waren eigentlich für beides relativ gut nutzbar. Aber das hat sich tatsächlich jetzt eben erneut, so also wie es aussieht, geändert. Gut, können wir auch nichts machen, wenn man sich halt dann der Map entweder so anpassen oder die Map ist so anpassen, wie man sie haben will. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch einen anderen Schweinestall hinplatziert, weil der andere mir einfach nicht gefallen hat, wenn man da einfach. Ihr habt es ja gesehen, man ist damit nicht richtig reingekommen. Und dann ist man auch wieder überall hängen geblieben irgendwie und ach, das war nicht das Richtige. Aber jetzt haben wir ja was Gutes gefunden. So. Und nur gucken, ich sehe nichts. Ich habe Laub in der Kameraansicht. Keine Sorge, wir kümmern uns auch noch mal um den Fan, ich will hier nur einmal kurz hochfahren. Dass wir hier einmal nicht in der Steile anfahren müssen. So, einmal die Runde drehe ich hier hinten. So. Ja, hier hinten passt es, wenn wir das so grob mitnehmen. So, passt, jetzt holen wir aber kurz den Fan dran. Wie ist er denn? Da ist er. So. Zack.
Dann können wir die eigentlich reparieren. Braucht sie noch nicht, die hat 18%, also kaum einen Verschleiß. Sauber ist eigentlich auch noch relativ. Alter Schröder. Gott, dann schon wieder so knapp vorbei. Eieiei. Du bist ja lebensmüde oder was hier? Oder will einfach nur Futter? Das kann natürlich auch sein, so wie er dran hockt. Da hinten höre ich die Xero und laufen. Und das Mähwerk. Ich fahre noch ein bisschen anders da rein, weil das Bomb ist ein Schiff, wenn man nicht am achten muss. So passt, glaube ich, wie sie drin steht. So, Kollege. Bevor du hier noch mehr wilde Aktionen startest, gebe ich dir erstmal ein Fresschen. Ah, ich kann ihm mal wieder kein Fresschen geben. Wunderbar. Keine Ahnung, was das teilweise liegt. Also, ja, der ist voll, warte. Können wir gleich klären, da haben wir den Steuer. Ah man, steht genau auf der anderen Seite, wenn wir mal kurz Alter, dann geht es auch ein bisschen besser hier. Ich könnte natürlich jetzt hier abkürzen und einfach hier durch das kleine bisschen da durchfahren, aber machen wir natürlich nicht. Wir fahren außen rum einmal. So, Kollege. Warte, ich muss dran drücken. So, hinzufahren. Ja, dann passt das. So, hier dürfte eigentlich nicht stören. Aber das machen wir wieder aus. Jetzt stehen wir am Hang. Ja, wobei wir müssen noch ein bisschen warten. Weil. Dann macht der Motor doch nochmal an, weil. Wir müssen wahrscheinlich ein Stückchen vorfahren gleich. Ah, da hinten fährt doch Verkehr. Ah. Alter. Nein, nein, Kollege, wieso fährst du denn los? Das geht doch nicht. Ich bin doch gar nicht ganz leer. Komm, nicht komplett. Komm schon, Steier. Du bist ein Steier, Alter. So. Eieieiei. Das war eine wilde Aktion gerade. So, warte, wir machen da ein Plänkchen drauf. Und fahren wieder ein bisschen gerade hin. Und stopp. Alter. Das ist, ja, die schieben gerade schon die Anhänger hier. Hei. Der, ja, läuft natürlich nicht mehr. Aber wir wollen natürlich auch zuerst mal den Fan hier aufräumen. Ich weiß nicht wieso, aber immer wenn ich diese, Game Save Successfully, oder die 1, 2, 3 bis 9 da diese, ich weiß nicht, ist das irgendeine Farbe von irgendeiner Felge oder was? Ja, wenn ich diese, weiß nicht, diesen Fehler, keine Ahnung, drin habe. Sind irgendwie die FPS auch ein bisschen ja okay, ich habe hier 50 FPS, aber habe ich das Gefühl, da läuft das Spiel teilweise auch nicht ganz so flüssig und ich kann halt die Schulter nicht fördern. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen zusammenhängend sein irgendwie, also meines Erachtens. So, da haben wir unsere Xerion, dann haben wir natürlich wieder alles an hier. So. Alles der Rest geht tatsächlich schon schneller als ich dachte, weil ich hatte tatsächlich das Mähen auch nicht mit einbezogen. Das wäre da auch noch ein bisschen eine Zeit brauchen. Und oh, jetzt habe ich schon wieder bis zum Rand hingemäht. Dann müssen wir natürlich dran denken, wenn wir hier in der Mitte hochfahren mit dem Frontmähwerk, weil dann bleibt wieder die wunderschöne Spur in der Mitte liegen. Wo eigentlich schon gleich so gut wie mir schwarz darstellt. Und ab hier kann man dann wieder die komplette Breite nutzen. Wie sagt man, die nutzen oder nutzen? Ich glaube nutzen, ne? Ja, ich glaube schon. Leute, aber verzeiht mir, ich bin nicht so gut in Deutsch Grammatik. Ich weiß nicht, hat dieser 10 in der Schule, mit dem in der Schule Deutsch? Also, muss ich ehrlich sagen, ich habe es tatsächlich nie gemocht. Also, Deutsch, für was braucht man Deutsch, Digga? Wenn sie das Ganze jetzt irgendwie relativ benommen, Dativ, Objekt, klar. Ja, okay, wenn man jetzt Lehrer oder irgendwas, Bibliothekar oder was auch immer wird, da ist es natürlich dann hilfreich. Aber für einen normalen, glaube ich, braucht man es nicht.
ist meine Ansicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Ansicht ist. Der... Was? Ah, ne, warte. Der ist wahrscheinlich fertig, ne? Ja, der ist fertig. Ich weiß nicht, wieso da immer die Nachricht kommt, er ist voll. Entweder weil da was im Tank drin hat, weil das ist eigentlich nur beim Dreschen. Weil wenn wir zum Beispiel spritzen oder so, kommt schon die gewöhnliche blaue Meldung. Ja, er hat die Arbeit erfolgreich beendet. Aber ich glaube, das kommt einfach davon, weil er noch was im Tank drin hat. Das ist wahrscheinlich auch so, ist schon so gewollt. Ich wollte es eigentlich hochheben. Zack, zack, zack. Perfekt. Wollen wir nochmal schnell rüber? Oder wollen wir... Ne, wir machen zuerst die Wiesen und dann kommt die Mütze, ne? Gut. Aber in diesem Sinne darf ich mich fürs Zuschauen auch schon wieder bedanken und auch verabschieden, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Kostenloses Abo ist natürlich auch gerne drin, würde mich sehr freuen. Weiterhelfen natürlich auch. Und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Donnerstag und dann sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und bis dahin einen wunderschönen restlichen Tag und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.